Herzlich willkommen zurück zu Apex Game 3! Ja, Spectre ist erstmal wieder besiegt, Gorilla vernichtet, sein Plan vereitelt. Allerdings ist Spectre auch wieder kurz danach befreit worden, nicht? Von Rosa Affen. Der Rosa Affe ist der einzige Affe, den wir nicht gefangen haben, und das wurde uns jetzt zum Verhängnis. Rosa Affe hat Spectre befreit und die anderen Affen, die wir nicht eingefangen haben, tummeln sich ja auch noch darum. Deswegen müssen wir jetzt mit dem Backtracking anfangen. Bevor wir das tun, möchte ich euch erstmal noch was zeigen, nämlich hier Hinweisbuch. Ich habe nicht einige Affencodes eingegeben. Ich habe das ja im letzten Part nicht gefunden. Ich habe offscreen ein bisschen rumgeschaut und hier stehen die tatsächlich. Super seltene Affen 1. Grow Bike muss man eingeben. Dann kriegt man einen Affen. Dann einmal hier Second Man. Blackout. Urekak, das haben wir bekommen, auch wenn man den Final Boss besiegt hat, das Passwort. Redman. Cool Blue und Yellowy und auch Ratch. Wie Ratchet und Clank. Was das wohl für ein Affe ist. Das sind die geheimen Affe, die kann man alle eingeben. Habe ich gemacht, die Codes. Jetzt müssen die auch erscheinen in den einzelnen Stages. Und somit können wir auch die 100% bekommen. Wunderbar. Ich würde sagen, wir legen los mit der letzten Hochzeit. Holy shit, 4 von 11. Da fehlen ordentlich was. Generell merkt ihr schon, ne, dass ordentlich viele Affen jetzt wieder aufgestockt sind. Und tatsächlich muss man die Bosse nochmal machen. Steht nämlich 0 von 1. Die Bosse sind alle wieder frei. Müssen wir alle nochmal neu einfangen. Sad but true. Ja, so ist es nun mal. Aber ja gut, Dr. Tomuki, die müssen wir nicht nochmal machen. Aber es macht auch nichts. Die Bosse machen ja Spaß. Gut, los geht's. Sayaka, ich habe einen ungewöhnlichen neuen Charakter geschaffen. Damit kannst du dich in einen Affen verwandeln. Geil. Darauf hat die Welt gewartet. Die Affen mischen, als wärst du einer von ihnen. In der Trainingszone kannst du richtiges Affenverhalten. Ah, geil. Ich bin doch schon ein Affe, Mann. Zur Trainingszone. Wer meine Let's Plays kennt, der weiß, dass ich kompletter Affe bin. Sind wir mal ehrlich, Mann. Okay. Ja, die letzte Verwandlung ist in der Tat ein komisches, auffälliges Affenkostüm mit Reißverschluss. Und die Affen sind so dumm und sehen einen als Affe an, tatsächlich. Ich habe den besten Charakter überhaupt. Einen Affen. Du kannst dich mit diesem bösen Jungen direkt an einen Affen anschleichen. Nach deiner Verwandlung in einen Affen kannst du auch Bananen erschnüffeln. Du solltest den Geruch der Bananen sehen, der aus allen möglichen verdächtigen Plätzen herausströmt. Stehe vor diesen Stellen und drücke die R3-Taste. Nein, die R3-Taste. Normalerweise zum Fangen von Affen benötigt. Hier nicht. Wenn dort ein Affe ist, denkt er, du bist ein Freund und öffnet die Tür zu einem geheimen Raum. Versuch es. Tatsächlich kann man mit dieser Verwandlung nicht die Affen einfangen. Ist die beste und die schlechteste Verwandlung zugleich, denn im Kampf bringt die nichts. Man hat keine Moves. Man kann eben halt die Affen gutmütig stimmen, dann die Verwandlung droppen und sofort zum Netz zurückgreifen. Und extrem geil eigentlich. Ja. Und diese Räume, die gibt es in jeder Welt. So einen geheimen Raum. Und dafür sind die seltsamen Bilder. Die zeigen nicht an, wo diese Türen versteckt sind. Aber ich sollte das noch im Kopf haben. Und da sind in der Regel immer 4 extra Affen drin. Und das ist jetzt das Neue. Bei den anderen Apex Games Spielen hast du nach der Story den magischen Schlag bekommen, konntest damit noch ein paar neue Sachen erreichen. Und hier hat man eben halt noch eine extra Verwandlung hinzugefügt. Durch das Kreisen des rechten Analogsticks kannst du viele lustige Aktionen ausführen. Da hat Aki recht. Mach es wie die Affen. Probier es einfach. Hi! Okay. Und dann... Was ist das? Guckt euch das an. Ich mach mich doch zum Affen. Ja, interessante Verwandlung. Ja. Ich wette, manche von euch haben gedacht, die letzte Verwandlung ist der oberkrasse Shit. Aber letzten Endes ist es nur ein schlechtes Affenkostüm. Ah, schön hier nochmal zu sein. Hätte man auch viel früher nochmal hin können. Aber komm schon. Ich mach das immer erst so, wenn ich den Final Boss gemacht habe, dann machen wir auch den Rest. Schützenfest.
Hier weiß ich auch auswendig, wo tatsächlich das Versteck der Affen ist. Auch wenn ich jetzt das geheime Foto noch nicht habe. Ich weiß es einfach. Ich weiß es ja sehr wohl. Ja, wir sollen uns ja auch die Münzen noch alle schnappen, ganz ehrlich. Weil es gibt noch richtig viel Stuff zu holen. Das Versteck der Affen ist tatsächlich hier. Yeah, jetzt sieht es auch komplett aus. Guck. Habe ich noch gut im Kopf gehabt, was? Klopf, klopf, wer ist da? Ich bin's. Hi. 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 Yeah. Jetzt. Haha, Partyende hier. Jetzt ist Schluss mit lustig hier. Kaffeekränzchen. Schnee von gestern. It's all over. Ja, und in den Affen verstecken können teilweise auch richtig krasse Affen drin sein. Hier in der ersten Welt natürlich noch nicht. Aber sollte man nicht unterschätzen. Natürlich erst machbar. Das Spiel durchgespielt hat. Spectre erstmal geschlagen hat. Und ja, die müssen wir alle einfangen für über 100%. Ganz ehrlich, sonst können wir den zweiten Spectre Showdown nicht machen. Ah, ich wollte ja sowieso die 100% machen. Ihr kennt es ja. Ja, und diese Räume sind manchmal ganz nice. So, hier sind die Rosen. War ein roter Affe dabei, ein gelber. Speed-Affe und ein schüchterner. Ganz nett. Bei späteren Sachen sind die Räume auch teilweise noch kreativer. Guck mal hier. Hochzeitsbild. 99 Jünger, jeder ein starker Krieger. Ist ja auch noch ein Affe, ne? LOL. Den habe ich damals gar nicht gefangen. Der hat mein Intro gesehen, der Skelly. Und zwar zwei weitere. Ja, einer in der Church, eine Kirche. Und einer eben halt da oben. Ja, das ist ja relativ chillig. Okay, holen wir den mal runter. Oh, er hat runter wohl gesagt. Bam. Ein Ziel, was er getrunken heute. Wie ins Batman, das war das Fenster. So, jetzt ab in die Kirche, da waren wir eigentlich auch noch nicht drin. Gibt's tatsächlich nur einen Affenfilm. Und Action! Jede Kunst beginnt mit einer Banane. Und Schnitt. In der Bühne ist eine Kamera. Die Affen haben sie wohl dort installiert, um ein Fernsehprogramm aufzunehmen. Was für ein Programm sie wohl filmen? Blicke erst durch die Kamera, ehe du die Affen am Set störst. Ja. Du kannst die Affen auf Film einfangen, bevor du sie in echt fängst. Geh nach einer Runde erfolgreichen Filmen zum Affenkino. Genau, das zähle ich natürlich auch zu 100%, aber ich denke, das haben wir jetzt auch. Sollen jetzt jeden Film einmal haben. Ja, wenn man verkackt hat, beziehungsweise die Affen vorher eingefangen hat, dann muss man einfach die Stage wiederholen, freies Spiel machen, dann kann man tatsächlich diese Szenen nochmal bekommen. Cooles Kirchenbild übrigens. Mit den Affen. Sieht nice aus. Einfach wunderbar. Auch geile Victory von Fahre. Die beste vor allem in den Escape-Teilen. Feier ich richtig hart. Holy shit. Im Freispielmodus kannst du erledigte Stufen erneut spielen. Das meine ich. Oh, und du kannst Affen filmen, die du mit der Kamera verfehlt hast. Das meine ich. gerade gesagt. Und ja, Aki muss es natürlich auch nochmal wiederholen. Okay, 11 von 11. Das erste Level, das zu 100% gelöst ist. Jetzt kommt der Versteckspielwalz. War da nochmal das Secret? Ich glaube, ich weiß, wo Hauptkäppchen war. Ich meine, da war das. 8 Affen immer noch zu fangen, das ist nur ordentlich, was? Ich meine, hier war auch ein Secret-Affe. Der UK-Kack. Der erste Affencode. Der sollte hier anzutreffen sein. So, wie gesagt, Affenradar wird jetzt verwendet. Eine Jagd nach den 100%. Oh, joloi. So, aus dem Weg, Mann. Oh, diese Gegner nerven so sehr. Nerven so sehr. So, ich meine, hier war das. Kann mich aber auch täuschen.
Ich kenn noch alles auswendig. Dum, 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 dum. Das ist halt eins sehr schwierig, am meisten gespielt, aber das sieht ein bisschen komisch aus. Das ist so Filmrequisit, ne? Hi! Hi! Yeah! Hi! Yes! Let's go! Oh mein Gott, ich hab verfehlt! Okay, jetzt werdet ihr mich erleben, wie ich richtig abgehe! Pschiu, pschiu. Magical Girl, Maho Chocho! Yeah! Euer schlimmster Untergang! Yes! Hier gibt's auch richtig viel Cash immer, in diesen Räumen. Goodbye! Dominato! Und war hier nicht noch einer? Ja, der Hase, ne? Ziegenfürst. The Fire. Yes, let's go. Ah, wunderbar. So. Das ist ein Fernseher, irgendwie Requisiten, irgendwie Hintergründe. Und der große böse Wolf, der die armen Affen einfangen möchte und fressen will. Das sind so, wie soll man sagen, hinter den Szenen, ne? Räume. Wo die sich für Filme schminken und so. Und fertig machen. Solche Räume sind das quasi. Und die gibt es in jeder Welt. In jeder Welt aber nur einen davon. Ist hier noch einer? Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir gehen jetzt erstmal hoch. Da weiß ich, dass die auf jeden Fall nur Affen sind. Nämlich in die Hütte, da waren wir noch nicht drinnen. Wir jetzt mal reingehen. Diese Musik, ey, ich liebe es. Oh, da waren Bananenschalen drin, come on. Kenn ich doch von Diddy Kong in Smash. Rein da. Und hier haben wir ihn, den Secret-Affen. Kaki, oh, guck mal, wer es ist. Der Hauptcharakter aus Ape Escape 1. Ja, der ist ziemlich agil, aber wir haben ihn relativ schnell bekommen. Coole Sache. Das ist der schwächste von den Secret-Affen. Die Secret-Affen haben alle krasse Stats. Der ist der schwächste. Guck mal hier, die Hasenkostüme oder so. Ziegenkostüme, nice. Nett, nett. Ja, da waren wir noch gar nicht drin, ne? In dieser Hütte. Da haben wir noch eine Ziege, Miss Boo. Zwei Affen fehlen noch. Yo, 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 yo. Und noch eine Ziege. Tauge nichts. Oh, hier ist nur ein Gegner drin, ne? Feels Batman. Ja, die wollen, dass du eilig das abcheckst vorher. Der Affenradar. Ja, Sleep Tight. Ah, hab ich trotzdem bemerkt. Damn. Hab aber den Schwitzi. Und somit haben wir auch alles gelöst. Also nur der Secret-Bereich und die Hütte fehlten. Den Rest hatten wir. Nice. Es läuft ja wie am Schnürchen hier. Gute Arbeit. Yeah. Geilomat. Die Siegesanfahre ist besser als Sex, ey. Und da geht noch was. Die Feste des Brüllaffen. Weiß gar nicht, ob die Bosse sogar schwerer waren, wenn man die nochmal herausfordert. Weil den weißen Affen müssen wir gleich auch nochmal machen. Fest des Brüllaffen. Oh, hier gibt es einen der schwersten Secret-Affen. Ich glaube, ich mache mir die Challenge und verwandle mich nicht. Weil der ist echt eine Herausforderung. Wie ein Zwischenboss, so schwer ist der. Hier weiß ich auch noch, wo das Secret ist. Ach, die können doch gar nichts, ey. Haben wir halt eine krasse Schwachstelle. Nämlich hin und ihre langsamen Hammer-Moves schrecken mich jetzt auch nicht ab. Hier haben wir direkt das Secret, liebe Leute. Genau hier ist es. Ah, nee, hier ist es doch noch nicht. Ich Vollidiot, es war nicht der andere Bereich erst. Damn! Das wäre erst der andere Bereich. Ja, 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 es kommt später erst. Ich Idiot. Ich Vollidiot, es kommt erst später.
Jetzt sind wir gleich an der Stelle, wo ich tatsächlich das Geld gefarmt habe. Bin ich immer einfach hingesprintet mit Sprintreifen. Das war dann relativ easy, mein Schatztruhen. Der Bereich kommt gleich, liebe Leute. Yes! Genau, das bleibt auch abgeschaltet zum Glück. Und jetzt sind wir an Ort und Stelle. Hier mein Schatztruhen, da könnt ihr das große Geld bekommen, wenn ihr es richtig anstellt. So, erstmal die Lappen hier aus dem Weg räumen, dann zeige ich euch das. Nein, jetzt habe ich es versaut. Alles so ein bisschen langsam öffnen. Aber ich, wie gesagt, ich habe es versaut. Man muss es schaffen, dass das goldene Münzen bleiben. Kriegt man viel mehr Geld. Hier habe ich es jetzt richtig gemacht. Naja, ist auch nicht richtig. Hätten goldene Münzen sein müssen. Also es war ein schlechter Run. Habe ich schon besser hingekriegt. Naja, ist ja auch egal. So, hier war nicht das Secret. In der anderen Krams, wo ihr Grünzeug ist. Ihr wusst es doch. Irgendwo, wo Grünzeug ist, ist auch das Secret. So, ein Schlossgarten. Und hier rechts müsste das sein. Genau hier. Tatsächlich nicht. Doch. Dim, 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 dim. Ich kenne das immer alles auswendig, sag ich doch. Ah, hi, meine Artgenossen, meine Freunde. Ihr bemerkt zum Glück nichts, ne? Mir geht's gut. Haha. Get wrecked, the Elfman. Und Prinzesschen. Holde Maid. Auch dich werde ich kriegen, Fräulein. Morgan. Morgana soll es vielleicht sogar sein. Er mit seiner Kamera. Seine Billigkamera. Was ist das für einer? Ein König mit so einer Mütze auf dem Kopf. Double des Königs. Auch nicht schlecht. Es ist das Double des Königs. Wenn der normale König ausfällt, dann muss der übernehmen, oder was? Afti. Okay. Hier gibt es gar nicht so viel zu sehen. Also wirklich. Hinter den Kulissen, ne? Im Mittelalter solche Sachen, ne? Auch nicht schlecht, oder? Hier gab es doch noch einen geheimen Raum. Ich bin doch nicht von vorgestern, Leute. Meiner war der Secret Affe dann auch. Ja, natürlich. Komische Statue. Hier war das. Oh mein Gott, Leute. Ring frei. Der wahrscheinlich schwerste Affe des Spiels. Alles setzt voll. Es ist Affe 1000. Das ist das Ende. Grobig, das war der Code für den. Ja, der ist extrem heftig. Jo! Er fliegt erstmal eine Runde. Und er holt sich Hilfe von den komischen Kollegen. Braucht mehrere Treffer. Ist wirklich wie ein Miniboss. Der ist hart. Hat Raketen, hat Waffen, hat Laserknarren. Er hat alles. Hat komplett alles. Und krasses, schnelles Movement. Unglaublich stark, diese Affe. Den will ich ohne Verwandlung machen, weil das echt eine Challenge ist. Komm, gib mir einen Keks. Gib mir einen Keks, gib mir einen Keks. Kein Keks für mich. Ich glaube, ich spinne. Gib mir einen Keks, 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 Keks. Oh, I'm not joy, ey. Der Keks liegt direkt vor mir. Ey, so ein Scheiß. Ja, Leute, jetzt sind wir voll geheilt. Jetzt ist es easy. Das ist halt echt schwer. Mit Verwandlung ist der free, aber warum soll man es sich so einfach machen? Wenn das Spiel einen so eine coole Challenge gibt, sollte man das auch nutzen. Einfach den Weg abschneiden, ja. Jetzt hat er schon irgendwas verloren, jetzt ist er ein bisschen schwächer geworden. Aber immer noch stark, der braucht glaube ich 10 Treffer oder so. Ah, jetzt verliert er den Kopf. Er wird ihn gleich den Kopf verlieren hier. Jetzt ist er nackt. Das war's. Waren doch nicht 10 Treffer, 5 oder so waren's. 4 oder 5. Trotzdem, krass. Schwere Affe und jetzt ist er trotzdem noch mega schnell, ne? Obwohl er die Rüstung verloren hat. Affe 1000 ist im Netz. Hat mir mein Leben gekostet, war klar, ne? Hardcore-Shit. Cool, cool, cool. Mega schnell, mega stark. Ganzes Waffenarsenal. Eine der schwersten Affen von allen Ape Escape-Spielen. Und das in diesem Kolosseum ist echt wie so ein
Geheimer Zwischenboss. Ich finde das so geil. Oder? Was meint ihr? Findet ihr eine Affen 1000? Und im Secret ein Secret. Ich feier das. Hö? Das geht noch nicht wieder auf. Ich muss jetzt erst die Gegner besiegen, oder was? Oh je. Ja, das sollte aber kein Problem sein. So schwer sind die nicht. Hammer Warrior hier. So heftig sind die nicht. Und außerdem könnte ich mich jetzt auch noch verwandeln. Ey, komm, ist jetzt mal gut hier mit euch. Wie kommen denn noch von denen? Bin bestimmt falsch gewesen. Ja, natürlich. Komm, unendlich. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Na gut. Coole Sache. Affe 1000 ist im Netz. Wunderbar. Wo sind die nächsten? Ah, natürlich hier. Ballsaal. Da waren auch noch Affen. Ah, da wurde ich aus der Map rausgeschmissen. Die Mission damals erfüllt hatte. Ah, die langweilen einfach nur mit der Hammer. Ohne Scheiß. So easy. 2 Stück fehlen noch. Aha. Der King! Der richtige King. Solo-Affe. Der King fehlt noch. Was? Hätte das gedacht, dass es der King ausgerechnet ist? Hätte ich nicht sogar einen König irgendwie mal gefangen? Oh, hier gibt es auch viel Cash. Sollten wir natürlich nicht entgehen lassen. Okay. Nur der King? Und Action. Ich tanze schrecklich. Einen Affen habe ich übersehen. Ne? Kann sein, dass ich schneiden muss. Nee, der ist hier auch irgendwo. Wo bist du? Komm raus aus deinem Versteck. Ach, der hängt da. Der hängt da. Oh man. Ja, krass. Den habe ich damals nicht gesehen. Nee, da hatte ich die Zwille auch noch gar nicht, ne? Ich glaube, da hatte ich die Zwille noch nicht. Krass. Komm, stehen geblieben. Yeah, Cliffhanger ist der. Auch nicht schlecht. Jetzt kommt wieder die geile Musik, wenn man die Stage zu 100% gelöst hat. Klingt auch voll nach Escape 1. Und jetzt machen wir den weißen Affen nochmal, würde ich sagen. Warum nicht? Vor allem, hier wird jetzt ja richtig easy. Wir haben jetzt noch mehr Verwandlung. Ja, aber der Ritter ist am besten, weil das Feuer eben halt abwehren kann. Ah, Rematch, mein Freund. Rematch. Geht direkt los. Affe? Nee, natürlich nicht. Ja, machen wir es mit einem Fantasy-Ritter. Ist am besten. Ja, Brathähnchen, du Deluxe, my ass. Juckt mich doch nicht, ich bin der Ritter. Oh, der ist so einfach, der Boss. Der ist echt so free. Sieht so krass aus, ne? So Roboterdrache und alles so Lava-Bereich. Ist so einfach, er ist unglaublich. Und schon Schrott, ne? Einer der leichtesten Bosse der Videospielgeschichte. Leider, leider. Hätte man so krass schwer machen können. Aber hat man leider nicht gemacht. Jetzt auch nochmal die Musik kommt, ist mir ein Rätsel. Hat den ja eigentlich schon. Hm. Ist auch nochmal ausgebrochen. Was soll's? Bisschen unnötig, dass man die auch nochmal einfangen muss. Oh, was soll's? Ist in Ordnung. Zum Glück ist der weiße Affe endlich abgetreten. Er war auch schon abgetreten. Naja.
So, jetzt haben wir die ersten drei Welten zu 100% gelöst und den weißen Affen auch wieder im Netz. Wunderbar. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. 10 Karte zu Moon King. Teleport-Karte Wasserborg. Geheimes Foto, eine Stadt namens Irgendwo. Aha. Jackpot, Musik-CD, Antarktis, Affenland 2, auch geiler Track. Unglücksberg, den ersten, wunderbar. Ja, von den Soundtracks sollen wir auch so ziemlich alle haben. Auch schon der Affen-Soundtrack, wenn man sich zu Affen macht. Junge, so viele Lieben hintereinander. 10 Karte, Sayaka 2. Schön, schön. Teleport-Karte Bombenborg. Oh, die Bomben. Damit die nervigsten Gegner. Seltsames Bild 1. Das, was wir schon hatten. Ne? Ersten Wild. Teleport 3. Oh mein Gott, so viele Nieten. Unglaublich einfach nur. Unglaublich einfach nur, Leute. Oh Mann, ey. Da überlegt man echt, ob man das noch weitermachen sollte mit den Losen. Oh, nee. Kung-Fu-Meister. Seltsame Bilder. Nummer 11. 10 Karten. Kartenentwurf 1. Na? Oh mein Gott, ist jetzt mal gut hier mit den Nieten. Geheimes Foto, eine Fee wird geboren. Just no comments. Bild Nummer 13, oh, so ein Unglücksbringer. Niete, 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 Niete. Unbelievable. Na gut, Leute. Das haben wir jetzt schon mal. Speichern wir hier ab. Und haben jetzt schon 61%. Sehr nice. Gut, Freunde. Würde ich sagen, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Wenn wir mit dem Backtracking weitermachen. Bis dann und ciao.